Denk der Bohrer ist an. Ja, die Flex. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Böse Ingenieurs. Heiland, seid ihr mal wieder ausgeschlafen oder wie? Hallo Leute, wie geht's euch? Ja, wie ihr merkt, mir geht's immer noch nicht besser. Ich bin beim Husten und Frosch im Hals und hier und da und alles nur Scheiße und... T2, was machst du da oben? Wie? Ja, wie? Genau, no, dich meine ich. Wahrscheinlich hast du die Kette zu lang gelassen. Ja, das vermute ich auch gerade. Okay. Der Krankenflügel soll heute fertig werden. Ich hoffe es zumindest. Ja. In der Zeit, wo Tommy sich dann um den Krankenflügel kümmert. Hallo, jetzt habe ich ein Standbild. Oh, gut. Ja, gell? Ah, seid ihr also vom Spiel, oder? Ja, vom Spiel hatte ich jetzt gerade ein Standbild. Achso. Warte mal, wie komme ich jetzt an die Ressourcen ran? So, durch den komischen Gedönslatschen. Ich entlüfte die Hauptbasis, damit ich um den Turm umbauen kann. Alles klar. Du weißt ja wie? Muss mein Skript anschalten. Sonst ist da ganz schnell wieder Luft drin. Ja, wie gesagt, versuch mal oben die Kuppel ein bisschen umzubauen, dass das ein bisschen schöner aussieht, weil das sieht irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes aus. Und was ich gerade sehe, was haben die mit dem gemacht? Mit dem was? Hast du aber die Gläser angeguckt? Die Scheiben? Die Streben sind alle bei weiter Entfernung raus. Und das sieht scheiße aus. Nur von Weitem so. Ja. Das sieht so aus, als hätten die Scheiben da jetzt in den Gängen einen riesen fetten Spalt drin. Kommst du dann näher, baut sich dann die Textur dann auf von den Ja, aber das war Fenstern. Vorher auch schon. Nee, vorher war das nicht so schlimm. Hast du andere Einstellungen? Na dann. Gut. Tommy, wie lange läuft der Server schon? In 20 Minuten. Gut. Das heißt, wir müssten dann wieder ein bisschen mehr Sauerstoff in dem Tank da haben. Sauerstoff, O2, 9%. Hey, das hört sich doch gut an. Okay, ich mache mich jetzt daran, den Bohrer hier abzubauen, beziehungsweise umzubauen. Doc, kannst du mir mal bitte 25 Panzerglas mitbringen? Danke. Und das wird allein schon lustig. Die haben definitiv die Texturen verändert. Wie viel? 25? Ja. So, ich sehe auch gerade, wir haben einen Zuschauer. Bist du drin, Tommy? Ja. Gut. Die haben definitiv die Texturen verändert. Wieso ist das so unscharf? Jetzt, wenn ich näher rankomme, Heiland. Und was war das jetzt? Wie sowas war? Ach, das war irgendwie. Das konnte mich schon kommen lassen. Da mir Luft entgegengekommen. Ach so. Doc, guckst du mit oder bist du nicht auf dem Stream? Ja. War ja eigentlich klar, aber gut, dass wir hier einen Container haben. Aber ich will lieber extra Container haben für das Zeug.
Nein, ich guck nicht mit, weil das schafft die Leitung nicht. Gut. Wollte ich, war ja nur eine Frage. Wollte ich feiern. Ja. Wollte ich feiern, nur eine Frage. Geil. Best. Gell, könnte ich besser gehen. Was haben die mit den Texturen gemacht? Welchen Texturen eigentlich? Bei mir ist alles unscharf. Das liegt wahrscheinlich an den Modell-Settings. Wenn du weiter weg bist, wird das unscharf, ja. Das muss liegt ich wahrscheinlich auch ein bisschen an seiner Grafikeinstellung. Das ja, Modell-Settings. Das ist ja böse, ist das ja. Muss ich ja mal ernsthaft gleich mal gucken, was hier los ist. Grafikkarte. Graphics. Tatsache, steht hier alles auf niedrig. Ich traue mich jetzt hier nicht auf Medium zu gehen. Egal. Ich werde es probieren, wenn ich gleich rausfliege, weiß ich Bescheid. Modell-Settings solltest du auf Medium machen, dann ist es schärfer. Ich meine generell die Qualität. Ich werde es gleich merken. Also wenn du da hinten irgendwas machst. Irgendwie was wegschleift. Hab ich hier vorne Partikel. So da vorne die Partikel. Ja. Aber so, ich höre auch was, dass ihr was einfärbt. Aber der Bug ist ja schon ein bisschen länger. Ja, der ist ja, das ist schon ewig. Aber ich sehe die Partikel sogar bei mir. Okay. Leute von Space Engineers, also echt kurz auf dem, ihr zwingt mich scheinbar irgendwann wieder eine neue Grafikkarte zu holen. Da fallen schon wieder Zeug runter. Kabum. War klar. So, vielleicht finde ich doch eine Möglichkeit. Davon ist eins, komm um mein Volk. Alles hier soweit einlagern. Da steckt ein Rohr im Boden. Ich hab's mitgekriegt. Hab ich mitbekommen. So sind wir hier fast wieder. Oh, ist die Scheibe runtergefallen. Kihi. Auch nicht schlecht. Ja, stimmt, die haben doch irgendwie was gesagt, dass sie was an der Performance ändern wollen. Oder geändert haben. Oh, die Stühle auseinandernehmen. Brauchen wir auch erst später wieder. Ja, und irgendwie den Bug mit dem Bohrer. Den haben sie auch gearbeitet. Haben sie gesagt. Welcher Bug war denn das? Ja, dass wenn ein Bohrer gesetzt hast, dass es dann einen Puff gemacht hat. Das war ein Kolben. Ja, mit den Kolben genommen. Achso, ja, das wird dann natürlich dann gleich interessant zu wissen. Wie das da aussieht. Jetzt haben sie gesagt, dass das wohl gefixt worden sei. Dass das wohl gefixt worden. Gut, na gut. Werden wir gleich sehen. Okay. Der ist voll. Boing.
machen wir den Kran abmontieren und einen modernen Bohrer hinstellen. Okay, wie hoch waren das? Ich brauche 2 für den Kolben. Ich brauche 2 für den Bohrer. Dann für den für den Motor brauche ich einen weiteren Block. Und das Ganze wären dann 5. Machen wir also 7 hoch. 1, 2, 3, 4. Ja. Falsch gedacht, gut gearbeitet. Ach, die Tore sind drauf, das ist schön. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, dann werden wir jetzt mal testen, ob dann der Kolben funktioniert. Oder ob uns wieder um die Ohren fliegt. Da ist der Kolben. So weit dahin macht man ja keine Sinn. Zumindest sieht es hier gut aus. Von hier aus gesehen. Diese Partikelspritzer sind aber ziemlich irritierend, finde ich. Ja. Da sind sie. Gut, darunter kommt jetzt der Motor. Auch der scheint zu haften. Das ist schön. Ach, die Kante kommt ja noch gar nicht dran. Darunter kommt dann ein Konverter eigentlich. Dafür haben die Materialien nicht gerade dabei. Hihihihi. Doing. Kopf gehauen. Okay. Herstellung kleine Stahlrohre. Gut. Herstellungskomponenten. Kleine Stahlrohre. War ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Kannst du auf dem Rückweg ja mal was angucken. Auf dem Rückweg? Mit dem Rückweg?
Weiß ich noch nicht. Bin doch schließlich hier in der Nähe. Ich baue doch den Kran, habe ich gerade umgebaut oder bin dabei. Ich dachte, er ist ja Ressourcen geholt. Ich sehe, ich war doch eins zu hoch. Nein, die Ressourcen habe ich ja eben noch von dem Kran noch über. Ich benutze ja gerade mal die Ressourcen. Wissen wir, was wirklich das fehlt. Das dann von drei. Gut, hier liegt er dann auf, das ist wunderbar. Kann ich das doch? Kann ich das doch da umbauen? Du willst ja Dreier-Tor haben, oder? Nö, das da Ganz kannst du ruhig Eingang. ein ganz normales Tor, ganz normale Tür rein. Warum haben wir ja so eine Medic-Tür? Ja, wäre zum Beispiel sowas. So, in vier, also 3 Stunden und 45 Minuten werden beide Batterien aufgeladen. Hört sich gut an, oder? Hallo? Ja, das hört sich gut an. Das, was ich dich letztens schon fragen wollte, du willst das aber jetzt nicht mit dem Hauptkreislauf verbinden, oder? Dein Konstrukt. Meinst du jetzt? Ei. Mit der Basis innen drin, mit dem Hauptkreislauf, also da, wo auch die Dings dran sind. Ich guck mal, ich geh mal reingucken. Mach auf die Tür. Doch, sieht so aus, als würdest du das verbinden. Muss ich ja. Die. Ja, aber nicht mit der Luftzufuhr. Die soll bitte extra bleiben. Das heißt, du kannst dann eine Art Gestell zur Haupt. Na, ist ja eigentlich mit der Hauptbasis verbunden mit dem Ding oben. Nur dass die Luftzufuhr dann nicht mit dem Hauptkreislauf verbunden ist, sondern dass die wirklich separat sein soll. Deswegen ist es ja auch separat hinten an der Krankenstation und nicht mit dem Hauptkreislauf verbunden. Er wollte jetzt das Solarpanel als, also die Krankenstation hat ja ihre eigene Versorgung von dir. Das hast du jetzt so geplant, das habe ich verstanden. Ich wollte das hier oben so aufbauen, dass das halt das Notsystem Generator ersetzen könnte. Du bist dir aber ganz sicher, du bist dir aber klar, dass dann, wenn du die Tanks da fertig hast, dass die dann sofort mit Luftsauerstoff gefüllt werden durch das Eis, was wir da in Unmaß haben. Und das ist eigentlich nicht der Das Sinn der Sache. wird noch, da bin ich in der Suche in einem Skript, wo ich einen Teil rausziehe. Das deaktiviert bei 90% Tankfülle, deaktiviert das den Sauerstoffgenerator. Ja. Und So dann kann. zum, so viel zur Dann. Planung. Na gut. Mach du mal, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich in der Mitte da den, habe ich jetzt überall Sauerstofftanks gesetzt. Habe ich jetzt übertrieben. Strom an, Strom aus, Strom an, Strom aus, Strom an, Ja, Strom ich bin aus. gerade am Laden. Ich bin gerade an der Steckdose gewesen. Also. Textur wurde besser, das ist nicht schlecht.
Ja, die eine Batterie, die ist ja. Ist die andere Batterie auch im Ladebereich? Ja, die ist sogar an. Ja, die habe ich gerade angemacht. Die war vorher nicht Ja, an. in 3 Stunden. Aber solange wird die. Wie werden die so lange Tageslicht haben? Wie lange ist denn der Zyklus eingestellt? Tommy, weißt du das noch? Der Zyklus ist auf 360 Minuten. Da kannst du rechnen. Sind doch 6 Stunden, richtig? Ja, und das auf und das IP-an. Weil du ja hättest ja auf Nacht und Tag jeweils ist. Theoretisch, Tommy, praktisch. ja. kleiner Könntest. Hinweis. Die Front hier, die du hier so schön zugemauert hast hier, das sollte eigentlich mehr oder weniger Glas rein. Ja, warte mal, Setup. Ich Bin sag's noch doch. gar nicht fertig. Ich sag's doch nur, dass du Bescheid Ich. weißt. Nicht, dass du dann schon, Ja. nicht, dass du dann wieder die Panik kriegst. Wow, hast du nichts gesagt? Ich müsste doch erst mal gucken, ob ich da überhaupt um die Kurve komme, weißt Er muss gucken, ob er da um die Kurve kommt. Die arme Kurve. Oh, das hier, denke ich, wird zugemacht. Das kann man. Ich krieg immer jedes Mal die Krise hier. Warum? Die letzten 2, 3 Tage Empyrean gezockt, bin ich total auf der Empyrean-Einstellung. Und wenn nicht muss. Kommt der dumme Satz, dann muss es ändern. Ja. Nein. Dafür bräuchte ich, glaube ich, anderes Material, was ich jetzt nicht dabei habe. Hä? Die Seite komplett ausgelaufen, denke ich. Damit drückst du mal bitte mal kurz Escape. Ich habe eine Mitteilung gehabt, die habe ich gerade schnell weggedrückt gehabt. Das ist eine neue Version von Space verfügbar. Lol. Da haben sie wohl den Hotfix für die Grafikglitches dann jetzt. Das Problem ist aber, dass ich dann den kompletten Server auch neu starten muss. Hätte so nämlich auch updaten muss dann. Ja, hat jetzt keiner gesagt, dass wir das jetzt machen. Ist nur gerade Eben. nur aufgefallen, dass da gerade eine Mitteilung da war. Aber bin ich bescheuert? Diese verdammte Anlage aufzubauen. Ah, das soll ich vielleicht erstmal sichern,
bevor ich da weitermache, sonst bricht das ganze Teil da auseinander. So. Vielleicht haben sie ja selber gerade hier zu hingeguckt. Oder gucken zu. Meinst du? Das wäre es ja. Ja, das wäre lustig, oder? Also das wäre mehr als lustig. Wenn sie zugucken, okay, da stimmt was nicht. Zack, mach mal schnell ein Patch. Nein, ich glaube nicht, dass das wirklich so sein könnte. Obwohl ja, es lustig wäre, das muss ich ganz ehrlich noch zugeben, ja. Bei dir auch gar kein Wort verstehen. Vielleicht haben sie ja einen Deutschen dabei. Wäre eine Möglichkeit. Weiß ich nicht. Sollte man alles nicht ausschließen. Ja, klar. Ich glaube, Sockli ist vom Akzent Deutscher. Meinst du? Ja, also irgendwie, der Akzent kommt mir bekannt vor. So. Aber sicher bin ich mir nicht. Ist jetzt das Blöde ist, man kann es ja leider nicht rausfinden. Wir können hier leider blöde Versen ja nicht persönlich fragen. Obwohl das doch schon sehr lustig wäre. Hey Sockli, wie sieht's aus? Bist du, kannst du Deutsch? Theoretisch könnte man. What? Über ihren Kanal. Ich glaube, eine Privatmessage und darüber fragen. So. Ja, irgendwie hänge ich gerade. Also jetzt Arbeitsschritt technisch gesehen. Hast du einen Hammer? Ja, soll mal vorkommen. Ich höre von Decker. Sorry, ich muss dir mal kurz angucken dann. Einen Moment. Dann, wenn bei dir das so weit ist. Ah, das ist auch in Wacken Luft. Gut. Okay, die haben schon. Die Sauerstoffproduktion wird definitiv jetzt weniger, weil die Sonne weggeht. Liegt nur bei 3,4%. Die Raumaufteilung passt so, oder? Ein bisschen hoch, oder? Meinst du nicht? Ja, das ist eigentlich. Ja, du musst es, du musst es ja nicht an der Wand da angleichen. Aber sonst, ja, ist in Ordnung. Kann man lassen. Ja, die ist ja. Kann man ja immer noch runternehmen. Müsste ich dann. Not vorne. Wir haben jetzt in der Zeit 1,1% Sauerstoff sag mal dazu geerntet? Erzeugt? Ist geerntet. Gesammelt. Das sind ja andere. In dem Sinne. So, Glas. Mal zwei erschrecken, einmal erschrecken. Gucken, was am besten passt. Ach Quatsch, die zwei hat diesen. Oh. Na, dann muss ich die anderen schränken. Und das jetzt.
Die dunkle Seite noch aus. Und ist die Kante da nicht alles stoppt, machen wir das dann weg. Gut. So, dann da will ich nämlich mal. euer Fenster reichen. Teilweise sieht es so aus, als wäre das Glas gar nicht da. Gewissen Stellen in der Station oder an der Station. Ja, das ist dafür die, die dagegen fliegen. Wenn sie dann denken, ah, da kommt mal rein, bumm, aua, dabei war. Die Metallgröße noch reinschweißen, dann ist dann zumindest die Rampe schon mal fertig. Ja, war klar. Guck mal, da hin. Hab Hey. ich das nicht schick gemacht? Ja, wenn es nicht anders geht, dann machen wir das so. Ja, es wird es uns blöd aussehen, wenn hier dort die Ecke wäre. Und da war eh überall nur zwei Rohrrahmen von den Fenstern. Wäre es blöd, wenn wir hier auf einmal auf drei hochgehen würden. Aber ein kleines Aber. Besten. Wir sind ja heute 3 Stunden auf dem Stream. Ja, ich mich komplett verpeilt habe. Ist doch halb so wild, ist doch gut. Wie du ja sagst, da kann man dann wenigstens, mal wenigstens ein bisschen weiter in der Zeit. Eben. Die Dinger gehen doch nicht. Schade. Okay, das geht nicht. Einfach mal hier auf den Dach kippen. Eigentlich auch Glas klatschen. Solarzellen baust du hier nicht aufs Dach drauf, oder? Eigentlich schon, ist eigentlich geplant gewesen. Okay. Gut.
Oh, ich hab keinen Träger mehr. Lol. Nehmen wir halt alle mit. Ihr braucht ihr momentan keiner. Ich hab meine zum Glück gerade mitgehabt. Bring ich gerade zurück. Wenn man mal überlegt, wie alt Space Engineers eigentlich schon ist und die trotzdem noch dran weiterarbeiten, bin ich eigentlich schon sehr glücklich darüber. Dann machen wir uns Feier dahin. Soll ich dir mal was verraten, Starwin? Wir haben wieder das Phänomen, die drüben bei der Maschine, oder? Was? Mit dem Dach. Weil hier sind zwei breit, vier lang. Jetzt sind zwei breit, vier lang. Passen genau da, die sind mal bei uns wieder hin. Ja, geil. Sauber. Na dann. Nicht was. Nur, dass ich diesmal noch mit die Half-Slaps genommen habe. Nicht wie drüben, die ganzen Blöcke. Das ist doch in Ordnung. Glas, Glas, Glas. Reicht das jetzt hier schon? Mit dem Bodenkontakt? Ich hoffe es doch mal. Jawohl. Na ja, so. Wäre jetzt schon dieses Bein auch wieder gesetzt. Das ist doch schön. Schade, dass sie keine 2x2 haben. Entscheiden. Okay, mir geht gerade die Sonne tierisch auf den Keks. Och. Geht auch nicht. Was? Das, was ich vorgehabt habe, wollte nicht. Nee, ich will. Das ist aber böse, dass das nicht wollte. Das nur das, dass es dann sogar dicht ist. Ich brauche wieder Stahlplatten. Warum sagt mir das keiner? Ja, Tommy, keine Ahnung. Vielleicht weil keiner von uns gerade einen Plan davon hat, dass du brauchst. Ja, weil ja keiner zuguckt, dass ich mache. Ja, siehst du? Kann mir auch keiner sagen, hey Tommy, deine Stahlplatten gehen an. Nein, dieser Kaugummi ist schon ausgekaut. Den brauchen wir nicht mehr. Ja. Deswegen hab ich jetzt auch nicht so reagiert gehabt, wie man es eigentlich erwartet. Hey Tommy, deine Stahlplatten sind leer.
Das brauche ich doch gar nicht. Echt. Doch, das muss. Was denn? Wie geht der Sauerstoff aus? Okay, wir sind unterhalb der kritischen Masse. Sehr unschön. Unterhalb der kritischen Masse, was meint ihr damit jetzt? Mit dem Strom. Wenn ich fertig bin, wird's besser. Die Frage ist, ob wir da noch Sonne haben. Ne, das bezweifle ich, dass wir dann schon, dass wir dann noch Sonne haben. Deswegen habe ich auch schon die Batterie auf Entlademodus gestellt. Das heißt, wir sind wieder auf Batteriebetrieb. Wird ihn noch aufladen lassen. Doch kriegen wir ja was rein. Negativ. Das wäre schon zu wenig gewesen für alle anderen Sachen, die wir dann jetzt gleich machen noch. Wie zum Beispiel Aufladen der Anzüge und so weiter und so fort. Das hätte schon nicht mehr ausgereicht. Allein schon das Aufladen der Anzüge. Nee, das sieht blöd aus mit den Platten da oben. So, die Sauerstoffproduktion müsste jetzt eigentlich auch bei Null sein. Ne, ist bei 6,5, 6,6. Wie geht? Achso, weil die Sonne jetzt gerade noch in einem besseren Winkel auf die Teile trifft. Gut. Glück gehabt. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Oh. Ich finde, das hat was.
So. Dann kann ich jetzt hier diesen mittleren Bereich abtrennen. Nee, das sieht kacke aus. Den brauchen wir nämlich da nicht mehr. Der wird nämlich ja jetzt von dem restlichen Gerüst gehalten. So. Nein, guck dir mal den Raum dann von innen an. Nur eine Zwischenfrage. Wie willst du Licht oben an die Decke machen? Kann man doch hier seitlich dran machen. Okay. Ich bin mal gespannt, Man muss ja nicht direkt an die Decke machen. Trotzdem werde ich, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also ich, und hier kann man ja auch Licht hinmachen. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Unter dem Block. Weil ich hier den einen Block wegmache wieder. Weil der passt doch nicht wirklich hin. Ja, ein bisschen Style haben, also. Ich wüsste gerade, das rüber zu kopieren. Style. Ja, soll ja auch ein bisschen anders aussehen. Und nicht nach 0 auf 15. Bei 0 auf 15 kann ja jeder bauen. Das ist wohl wahr. Einen eckigen Kasten, den kriege ich vielleicht komplett verbunden in den Augen hin. Oder vielleicht. Dann machen wir die Mitte anders. Dann passt das auch wieder. Da kommen wir dann komplett den. Weiß einer nochmal die Faustregel zum Thema den großen Bohrern? Kann man eine Förderröhre dazwischen packen und dann einen Bohrer, dass er trotzdem eine große Fläche abbohrt? Ey, großer Bohrer, keine Ahnung. Ach, weiß ich, hab noch nie mit großen Bohrern gearbeitet. Boing, ging geflogen. Trotteldepplicher. Ich hab grad eine andere Variante rausgefunden. Okay. Das ist echt nur ein Versuch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn es funktioniert, wird es cool. Dann brauchen wir weniger Bohrer. Noch eins wäre doch noch. Für das Stahlplatten. Ich glaube, mir gehen die Stahlplatten aus. Aber ist klar, das System hier braucht ja mehr Material. Ich will welche produzieren. Stahlplattenherstellungskomponenten. Herstellungskunden habe ich hier noch. Also Stahlplatten müssen wir definitiv produzieren. Thank you.
Hab den Style ein bisschen abgestylt. Ja. Aber irgendwie fehlt ja gerade ein Glas. Eine Glasscheibe. Damit du deine Lichter reinkriegst, kann man nämlich dann genau in die Mitte setzen. Was heißt hier meine Lichter? Ja, deine Lichter halt. Kannst du sagen, mir geht dein Licht auf, tralala, tralala. Aber oben kann man ja dann wieder das Dingsystem nehmen, von drüben. Okay, wir haben ein Problem. Ein Stromproblem? Nein. Oder Eisenproblem? Ja, wo holt er jetzt das Eisen her? Wo haben wir denn jetzt noch Kapazität übrig gehabt? Ach, da was? In der Raffinerie. Mit 17k. Okay. Ja, wir haben eigentlich noch genug Eisen. So, könnt ihr mal eben gucken. Das sind die maximalen Ausmaße, die ich jetzt bauen kann mit der Konfiguration, die wir haben. Bisschen groß? Was sind das für eine Röhre? Hey, Tommy, du sollst außenrum bitte. Oh Gott. Sieht ja fast aus wie eine Windmühle. Ja, das ist, da kommen ja halt Solarpanel dran und fahren. Das wird dann eine Windmühle. Also das sind die maximalen Ausmaße, die man bauen kann, so ohne dass es an der Basis ansteckt. Eine Solarwindmühle. Da bin ich mal gespannt. Soll ich das wirklich so groß bauen? Boah, wozu die Förderrohre? Um Sauerstoff zu generieren. Ach, da kommt Sauerstoff. Da kommt auch Sauerstoff dran. Die kommen außen dran. Also sprich, wie aus meinst, direkt, ja. Die links Außenseite. Wie viel werden das meinst? Warum? Wir haben nicht. Warte mal, was haben wir für eine 2er Breite länger? Ja, das ist bei 1 mehr, weil dann jedes. Toll. Ich glaube, ich bin tot. Oh. Tschüss, Doc. Echt, 64 Leben habe ich noch. Wieso bist du jetzt abgeschmiert? Hydrogen alle. Oh. Ich hab mal Chris nachgemacht. Ja, mach mal. Die Kuppel, die du hier oben drauf gesetzt hast, die sieht auch interessant aus. Zumindest wenn man von weit weg ist und man sieht die Texturen nicht. Das sieht das schon richtig gut und interessant aus. Als wäre das eine komplette Glasscheibe so fertig gegossen oder so, weißt du? Hm. So, ich muss jetzt mal. Oh Gott. Hat wer Lust, mir zu helfen mit den ganzen Förderbändern? Nö. Ich hab meine Arbeit. Ich bin auch noch an meinem Projekt dran. Das ist ja hier auch noch lang nicht fertig. Nee, keine Ahnung, weiß ich noch. Ja. Ich hab dann sind alle. Nicht schön. Deine auch. Mein Strom ist auch blöd, oder? Dabei habe ich Sauerstoff geladen. Interne Panzerung alle.
Soll vorkommen. Also diese 10 Milliarden in Stadtplan. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Hat ja bei den anderen Bohrer, den wir ja außen auf der Siliziummine haben, hat ja auch funktioniert. Aber ob das hier auch funktioniert, ist eine andere Frage. Herstellungskomponenten am Ende. So, den Kolben einstellen. Dreier. Ich glaube, ich habe gerade ein Problem verursacht. Inwiefern? Nicht dran gedacht habe. Kann irgendwer sich mal kurz dran machen und sich an irgendeine Schaltkonsole setzen? Und verbesserten Motor Nummer 1 auf 0,01 Rotation per Minute setzen? Schwierig. Sind wir mal arbeiten. Ich habe hier oben keine Schaltkonsole. Ich bräuchte wen, der das für mich macht, weil ansonsten könnte es gleich bumm machen. Das Skript aktiviere. Boom hört sich nicht gut an. Du hast es da oben schon. Hast du da keinen Kontrollpunkt? Ich habe keinen Kontrollpunkt. Die am Sauerstofftank sind durch die Motoren belegt. Ansonsten habe ich keinen. Hier oben ist doch einer. Tatsächlich. Warte. Kannst du bitte da bleiben und den verbesserten Motor abschalten, wenn ich das sage? Ja, dann muss ich den erstmal finden. Muss ich ja wieder drauf zugreifen. So, verbesserter Motor, Nummer 1. Es gibt hier eine Nummer 1 ohne Nummer und 1 mit Nummer 2. Ja, genau. Und den ohne Nummer bitte. Und jetzt einmal bitte aktivieren. Einmal anstellen. Ist an. Mach mal Safety Lock raus. Mach ich nochmal vorher nochmal. Doch jetzt wie Kuhkacke. Denkst du, du kommst da um die Ecke drumherum? Das ist nämlich gerade das Problem, was ich nicht bedacht habe. Du kommst ja niemals rum. Okay, mach aus. Scheiße. Boah, das ganze Ding wackelt wie... Ich will es nicht sagen. Das ist viel besser, ich darf das ganze Ding jetzt wieder abflexen. Ja, du hast alles wieder abbauen. Da ist übrigens wieder mal da, ja. Schön, es funktioniert. Hast du dein Bohrer fertig, ja? Zumindest die Grundfunktion. Hey!
Aber es sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus, wenn das da so runterkullert. Ja. Oh lol, das ist sogar das Prinzip, was ich da mal. Nee, hat man das da gleich übernommen gehabt? Ja, doch, da hat man gleich übernommen gehabt, den Umbau. Stimmt. Jetzt Leute, mir war ein. die Mitte sieht auch lustig aus, wie die Bohrer arbeiten, aber ich habe, glaube, ein Problem gefunden. Das wäre. Dass das nicht so geht, wie ich mir das dachte. Mit dem Bohrer, dann eine Förderröhre setzen, dann wieder ein Bohrer, dann wieder eine Förderröhre und dann wieder ein Bohrer. Hier, Obwohl, da ist ein Dreier-System da. der kratzt jetzt nur die Oberfläche an. Ja. Setz den mal auf absteigend. Dann mal gucken, was passiert. Kolben umdrehen. So. Also wenn hier deine Bohr, beziehungsweise irgendwas rumflattert, dann weiß ich, dass es von dir ist. Wieso? Weiß ich noch nicht. Hab ich noch nicht darüber nachgedacht. Über die Frage. Artikel. Okay, das sieht nicht gut aus. Ist das zu schnell eingestellt oder was? Ich den Kolben noch langsamer einstellen. Ich weiß nicht, was die Minimalgeschwindigkeit ist bei den Kolben. Gibt keine Minimalgeschwindigkeit. Gibt immer eine Minimal. Kannst so viele Nullen dranhängen, wie du willst. Zumindest läuft das System. Auch wenn es schwierig ist, aber es läuft. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Echt? Oder doch? Eis? Nee, doch immer wieder. Du musst es sich erst wiederholen. Ah. Haben wir 17K. Haben wir hier 17K sogar. Und die 34K oben hingepackt. K heißt. Das heißt, wenn ich die 20.000 Steuerplatten hergestellt habe, haben wir nicht mehr wirklich viel. Das heißt, wir werden wohl oder übel in der nächsten Zeit nochmal losgehen müssen. Ja, wir haben doch einen Arbeiter. Der ist ja Der Arbeiter momentan sorgt erstmal für beschäftigt. Strom.
komplett falsch zusammengekommen. Oh, falsch. Meiner war es nicht. Ja, das ist auch nicht wahr. So. Und da kann ich nicht, ja. Der interne Person. Ich kann die Lampe gar nicht anbringen. Das Material kann ich dafür haben. Oh, dann hast du zwei Räume so gut wie fertig. So fast. Guck mal, wie lange wir jetzt gerade dafür? Fast eine Stunde. Sechs Räume sind. Wird hart. Wir brauchen definitiv Panzerklausel. Solid 2. Wenn wir alles am Material brauchen, ist der Wahnsinn. Wie fertig machen muss, brauche ich dafür. Echt jetzt? Thank you.
Ja, kann das sein, dass der Sauerstofftank leer ist? Wieder. Wieso soll der leer sein? Der keinen Punkt anzeigt. Er hat die ganze Zeit keinen Punkt angezeigt. Weil er noch unterhalb der 25% ist. Also, 1,2% hat er drin. Ja. Steigert sich aber trotzdem noch. Ja, weil die Sonne gerade auf einer anderen Seite kommt. Krass. Wir Was sind ist bei krass? 37,7% Erzeugung. Trotz, dass die Sonne fast untergegangen ist. Fast, die ist so gut wie unten. Zumindest leben wir schon im Schattenbereich. Ja, das macht ja keinen Unterschied. Irgendwie komischerweise geht das ja durch Planeten durch. Nee, nicht komplett. Du machst bestimmt gerade die Solarpanels, die Ressourcen, oder? Ich brauche oben ein paar. 1000 Weil ich mir Auftrag. da mal 100 Herstellungskomponenten gemobst habe. Ja, davon brauchen wir eh noch genug. Die sind nicht verplant in dem Sinne. Gut. Weil ich das sein könnte, ist die damit eingerechnet worden. Nee. Ich Das ist würde ein am Stück. liebsten Schlusskommenten 2K von herstellen. War einiges an Eisen noch. Also an Stahlplatten. Theoretisch bräuchte jeder von uns ein Sample. Warte mal kurz. Der Platz ist eigentlich da. Nee, wir machen mal was ganz anderes. Aber die können wir erstmal wegnehmen. Gott, hoffe ich, das uns nicht um die Ohren. Er fliegt uns um die Ohren. Die Bohrer wackeln manchmal echt bedrohlich. Weise läuft er bei mir flüssig. Ich hab's doch gerade in deinem Video gesehen. Wow. Ja, bei dir hin und her wackelt. Bei mir ist aber ruhig. Wahnsinn. Müsste ich ja theoretisch. Bei dir müsste ich theoretisch jetzt sterben. Du springst wie ein Flummi weg. So, das war mal Profi-Effekt. Wie gesagt, bei mir ist auch ruhig. Wo ich sehe, bei dir ist da hin und her schlackert. Das ist vielleicht bedrohlich, ey. Ich muss mir da echt. Solange es läuft, solange das System nicht denkt, okay, die Dinger fliegen jetzt mal weg, ist alles in Ordnung, aber naja. Ja, ist ja bei mir gesehen, normalerweise. Hätt's mich zerlegt, wenn es so wackelt. Stimmt.
So, ich brauche die Kolbensteuerung. Die ist da. Dann brauche ich die Motorsteuerung. Auf aus. Und die Bohrer an und aus. So. Dann, und das hier wird kommen. Sind eigentlich nur vier Räume, oder? Nein. Okay. Den langen Gang willst du bestimmt auch verglasen. Ja, das ist so mehr oder weniger der Wartebereich. Bitte warten. Bitte warten. Werden verbunden. Bitte warten. Hier haben wir. Hier können Kann wir auch nicht mit so Glas hacken, machen. Mensch. Ich kann überhaupt nichts dran arbeiten dann. Hast du dich jetzt ausgewackelt, ja? Hey! Lass das! Aber klar. Soll ich dir irgendwie helfen? Glück gehabt. Ja, noch klappt alles. Okay, jetzt wackelt er bei mir auch ein bisschen. Bis da wieder Licht dran bauen. Ja. So. Boah, ist das noch fast 400 K. Oh, nice. Ja. Oh nein, ich will. Ich weiß noch nicht, warum nur. Ja, warum wir so neidisch werden, das frage ich mich jetzt auch. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ne? Wandtür oder sowas. Ach, Minka, komm, neben mich und nicht auf meine Tastatur, bitte, danke. Storage. Was heißt Storage? Doc. Also Store heißt doch eigentlich Geschäft, oder? Oder Shop. So. Fürs Geschäft gehe ich aufs Klo. Portioll kenne ich ja gar nicht.
bei So, dir machen. das läuft jetzt erstmal. Theoretisch, was denn? Doch, bestimmt. Ach, der müsste da oben drin. Hoffe, das Fund ist da. Wenn ich das mal hier was erzählen habe und ausschlafen kann. Und bei dem Medizin schon mal nicht durchlaufen. Baby. Starling? Ja. Was ist denn davon hier? Der Seite? Ich jetzt nur die zwei Blöcke haben. Die noch nicht fertig sind. In die Richtung. Da auch gleich werden wir uns machen. Ja, mach ruhig. Weiter ist kein Raum, nix. Wo du dann drauf gucken würdest. Könntest du direkt zum Gang mitgucken. Da bestimmt lustig. Wieso zum Geier sind diese ganzen Lampen, die jetzt nach oben führen, Blau. so komisch blau? Weil ich die noch alle umnennen wollte, aber erstmal wollte ich hier oben noch mal nachfüllen. Inklusive die Lampe, die in der Krankenstation ist? Gut, dann nennt die meine Krankenstation um. Also die ist nämlich auch blau. Oder zumindest so ein Schwarzlichtton hat. Falsch. Hat hier ein paar Blöcke geklaut. Gut. Was hast du weggeflext? Ich habe nur was angeflext, dass ich das im System finde. Also, das ist schlecht. So.
Lol, aus irgendwelchen Gründen produzieren trotzdem die Sauerstoffgeneratoren, die Sauerstoffteile da, Hydroponik, sind bei fast 50% Ertrag. Ja, habe ich doch gesagt, dass die Buggy noch sind. Base. Jetzt 42. Sagt ja auch fast. Oh, die sind auch hier bei Teil, manche, die arbeiten wirklich auf 50% Leistung. Ja. Die oberen auf 75%. Und dann sind fast alle aus. Und sind sie tot. Bis auf die eine hier. Finde ich irgendwie lustig. Ja, ist doch gut. Ja, dann ist es, kann man fast sagen, jetzt ist so der umliegende Sternenlicht, was da so. Es kann ja sein, dass der Planet Erde, der da drüben ist, dass der ein bisschen Sonnenstrahlen zu uns rüberwirft. Ja, reflektiert. Das ist eine gute Idee. Eben. Weil wir sehen ja genau jetzt, wie die Sonne theoretisch direkt auf den Planeten drauf knallt. Also auf die Erde drauf knallt. Also wenn wir jetzt sozusagen die Sonnenerde von. Also im Sonnenbereich von der Erde. Kommt zwar nicht ganz hin mit dem Winkel, aber ja, doch. Würde ich sagen, funktioniert. Doch, Läuft. das kommt mit dem Winkel hin. Ein bisschen. Okay. Ich schnappe mir jetzt mal ein bisschen Material. Und fahre mal raus zu dem anderen Bohrer. Ich denke mal, warte mal, den hat man ja ausgemacht, gell? Den anderen Bohrer. Ich glaube, der war einmal durchgelaufen. Nein, nicht aus der Produktion. Es nimmt schon mal Gestalt. Quatsch, ich brauche das Teil doch da. Ah, schön. So. Und nur, dass darum dann halt nicht ist. Wir werden es sehen. Okay, die eine Seite muss ich nochmal umändern. Das ist nämlich mit dem. Da ist nicht so hin. Okay.
So, Gaming, mein Freund, bist wieder da. Freut mich. Wir sind zwar jetzt schon seit 1,5 Stunden drauf, aber ja, okay. Hat man ja nicht wissen können. Ja gut, aber wenn man es so nimmt, wie gesagt, die Zuschaueranzahl hat sich nicht verändert. Das heißt, er könnte sogar komplett von Anfang an dabei sein. Hat ich jetzt auf Wurst geschrieben. Ja, irgendwie so. Fakt ist, er hat jetzt geschrieben. Und Fakt ist, er ist jetzt auch, ja, anwesend, da, irgendwie so. Ist aber super, dass er da ist. Ja, das meine ich auch. Irgendwie ist er, wie er schreibt, er heißt zwar Mr. Gaming Noob, ja, von mir will er ja nur Gaming genannt werden, aber er ist irgendwie so einer meiner Stammzuschauer mittlerweile geworden und das finde ich, ja, ist Like wert. Ah, warte, Like, genau. Außenperspektive. Umdrehen. Like. So, aber jetzt weiter im Text. Ich wollte das Bohrgestänge hier verlängern, dass wir da unten rankommen an das Silizium. Autsch, wieso bin ich jetzt gestorben? Sag nix. Doc! War ein bisschen zu schnell unterwegs. Erschlag dich. Wieso ist das auf die Glocke aus? Keine Ahnung, ich habe nicht ausgemacht. Irgendwie fehlt hier noch was. Bei mir. Liegt da vorne irgendwo mein Schweißgerät rum? Ich hab's nicht geklaut. Ah, du schneidest deine Videos. Ja, ich muss auch mal anfangen, bei dir reinzugucken. Mal ein paar Let's Plays von dir zu schauen. Allein schon Fairness halber. Ja, du guckst ja bei mir zu und ich finde, dass das dann auch fair ist, wenn ich dann noch dann bei dir dann ab und zu mal reinschaue. So, verlängern wir mal den Bohrkopf da. Dafür brauchen wir die Förderröhre. Dann natürlich den Bohrer. Und den Rest. Jetzt soll ich mir wegen Doc wieder so ein Kreisgerät herstellen. Das muss hier irgendwo liegen. Es liegt hier nirgendwo rum. Ich habe nämlich gerade meinen alten Tool geguckt. Lol. Wo ist es denn hingeflogen? Weg. Weg ist gut. Weg ist sehr gut. Ist mal weg hier so eine absolute Aussage ist. Ja, weg ist weg. Und Doc schmeißt wieder alles dahin, wo es nicht hin soll. Werde ich auch gleich auseinandernehmen. Wir haben eine Recyclingstation. Haben wir die wirklich schon? Ja, klar. Wir haben aber nicht hinten im Maschinenraum. Ach stimmt, da hast du recht. Da war ja was. Deswegen habe ich ja gefragt, warum er das Sortierbandsystem ausgestellt hat. Wie gesagt, ich müsste mal einfach reingucken. Ich muss einfach mal. Ich glaube, ich muss dich auch erstmal adden oder so abonnieren.
Ich glaube, ich habe schon gar nicht mal abonniert. So frech wie ich bin. Schämlich. So böse wie ich bin. So, ja, ich schäme mich jetzt auch. Eine Runde in die Ecke stellen, gleich, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Und war trotzdem rausgezogen. Es wundert mich. Wow, nur ein Anzeigefehler. Oh, der Arme, der darf nochmal aufnehmen, wenn es Mikro aus war. Echt? Oh, das ist ja, böse. Wie war das in den einen Livestream bei dir, Style? Ja. WTS Livestream? Ja. Da konnte man alle anderen hören, nur meine Mikroaufnahme war nicht da. Das war böse. Das war sehr böse. Ich kann die mitfühlen, Gaming. Ich stell dir mal vor, das wäre dir eine Aufnahme passiert. Das ist mir schon meine Aufnahme passiert, soviel ich weiß. Der hier war nicht richtig eingestellt. Ich glaube, das ist mir sogar schon mal in einer 5-Stunden-Aufnahme passiert. Na, hatte ich keinen Bock mehr gehabt auf die Aufnahme. Ah, siehst du, ich wusste es doch. So. Alles klar. Ja. Sehr logisch. Fahr den Bohrer an, obwohl ich die Teile noch nicht fertig geschweißt habe. Die Förderröhren. Sehr logisch. Mhm. Für was bin ich eigentlich hier rausgefahren? So, wird ein Schuh draus. Jetzt mache ich mal Tiefenbohrer mit Dreck ein. Gut, läuft. Sammler sammelt auf, ist momentan nur Gestein. Aber läuft. Gerade 1000 Solarzellen verballert.
Okay. Gut, das läuft zumindest. Was ist jetzt in dieser Radelf dabei? Das Cockpit muss aus. So. Offset erhöhen, Offset verringern.
So, dann fahre ich jetzt mal zur anderen Basis. EB. Baby. Puh, gut. Ja, das Licht leuchtet irgendwie komisch. Welches ist das blaue? Nein. Das muss man hier in der Balkonstation haben. Ah, das passt wird doch nicht von hier. So, umladen. Alter. Haben wir da Gestein drin liegen? Das ist ja unfassbar. Muss man ja mehrfach hin und her fahren. Raum 1, 2, dann komplett fertig. Wunderbar. Was du dort rum? Das ist ja der Einstellung vor Fettprüfung und der ganzen Form. Will ich noch mal machen.
Dann nehme ich was wieder alles raus. Ich will tun, bitte. Ich hoffe, dass wir mit der nächsten Sonneneinstrahlung mehr Energie bekommen. Ja, sonst mal irgendwann ein Problem. Muss doch auf Kernenergie umsteigen. Tommy, das will ich nicht gehört haben. Cool, das, was wir jetzt in Solarpanels haben. Doc, warum hast du eigentlich die Leitung nicht gerade in die Mitte reingebaut? Welche Leitung? Nee, die vierte Leitung. Warte, ich komm mal. Hat rausgefunden, dass irgendwie das, was ich machen wollte, nicht geklappt hat. Wie sind du? Ganz oben. Dann drück mal O. Warum soll ich O drücken? Möchte ich nicht sehen. Dankeschön. Also, was ist? Ja, um die. Hast du da hier eigentlich schön ein Kreuz gemacht? Ja. Ja. Warum hast du da die Leitung nicht irgendwie hingemacht? Motor? Nimm mal, hättest du doch da wieder um die Ecke gekommen. Nee. Je nach. Ja, okay. Mit der Variante hätte es vielleicht noch geklappt. Oh, ich muss runter, sonst plumps ich runter. So, dann so rüber irgendwie. Besser. Dort rüber. So, auf die Variante, weißt du? Schon verstanden. Hätte das eh noch verkleiden müssen. Warum fällt mir hier gerade gar nichts einstellen? Ich denke, du willst da auch komplett verglast haben. Zumindest ist die untere Seite. Ich nicht. Ach, da habe ich keine Zeiger dabei. Super, finde das eine Cornerlight, was noch an ist. Das mache ich.
Ach, der spuckt ja immer noch aus. Dass er sich so vorgestellt hat. Der Wahnsinn, habt ihr eigentlich mal mitbekommen, wie viel Stein in dem einen Bohrer drin ist? In der Ablade? Nö, haben wir nicht. Wir sind zu 2000k. Ist der Wahnsinn. Okay. Das war jetzt wieder dumm von mir. BB Gaming. Ah, willkommen zurück. Nee, das hat er doch nicht. Ich
Meilen. Was ist? Nicht so wie ich. Die Ecke. Die Ecke muss noch. Muss hier doch so anrühren. Ja, ist doch schön. Oh. Aus. Okay. Da doch Kacke. Geht die Sonne etwa wieder auf? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Geht noch unter. Um? Irgendwoher bekommen wir gerade 4, also bis zu 4,2 Megawatt Strom. Die Solarpanel, die ich jetzt habe, die laufen alle auf der Hälfte. Aber wir haben eine Auslastung, also ein Output von bis zu 7 Megawatt. Warte mal, komm mal her. Einen Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Sieht das da wieder so kacke aus. Betriebszeit ca. 10 Minuten. Das wird lustig. Nimm mal das LCD hier an. Ich bin zu blöd, zu faul zum Lesen. Was ist das Wichtigste? Ich hab dir das schon hauptsächlich übersetzt. Also. Maximaler Ausgang. Okay. Aktueller Ausgang. Springt ein bisschen zu sehr, ha? Ja, das ist halt der Bug mit durch Planeten. Die Sonne, dass die Sonne da durchstrahlt. Okay. Dann kommt doch schon Energie von dem Solarpanel, was du da oben baust, an. Warte, ich gebe mal Solar ein. Solarpanel, die oben sind, sind ja in der anderen Farbe alle. Ja, da kommen immer so 30 Kilowatt pro Panel ungefähr an.
Oh, das sieht schon bisschen besser aus. Ein bisschen besser sieht das aus. Und ein bisschen. Na dann. Hoffe ich zumindest. Sag mal, er schlägt mich eh, wenn es scheiße aussieht. Wenn du sagst, wird das wohl stimmen. Außerdem ist es eh noch der rote Bereich da. Nicht ganz so gut aussehen. Was ist der Bohrer oder wie? Glaubst es nicht. Alle Solarpaneele, die ich jetzt habe, die haben gerade eine volle Auslastung. Sag mal bitte, was für ein Wert da gerade dran steht. Ja, mein Input von 5,3 Megawatt. Ja, kommt hin. Ich muss da noch mehr dran klatschen. Hey. Darin, wenn du möchtest, kannst du das Glas hier machen. Fertig schmeißen. Im Wärterbereich. Ja. Nur wenn du magst. Wenn nicht, dann ist es. Also, dass du was mit dem Chaos zu tun hast. Ich habe gerade gar nichts zu tun. Ich mache mir gerade meinen Kopf wegen der verdammten Energieprobleme. Tommy, hast du mal wieder alle Stahlplatten eingesackt? War nicht viele. Man hat mal 600 mal zu quetschen. Ach, da hat er noch kein Glas gesetzt, okay. Hat das mir hier vorne jetzt im Wartebereich gesetzt. Klar. Schweiß doch mal, du dummes Schweißgerät. Müssen wir mal kurz zurück mit ein. Ja. Ja, manchmal ist das ein komisches Phänomen. Kann auch sein, dass es nicht direkt schweißt, weil nicht genug Träger drin sind. Ja, aber. Ja. Er wollte gar nicht erst schweißen. Ist jetzt, wofür ich das ganze Stahl brauche? 200 Platten jetzt da drin. Negativ, wir haben nur einen Roboter. Wir haben zwei Menschen. Der Roboter, da hast du recht. Der braucht keinen Sauerstoff. Der braucht höchstens einen Arsch, dass er funktioniert.
Aber der Rest sind nämlich Menschen. Richtig. Wir laufen ja nicht alle als Menschen. Aber doch. So ein Dreck habe ich überall drin. Theoretisch können wir da oben Bett verglasen. Oh, die Ecken da umändern. Das wird schwierig. Was, die Wandecken umzuändern oben? Nein, das zu verglasen. Wieso wird das schwierig? Na, mit diesen komischen Ecken drin? Ja, die Ecken, die würde ich ja umändern. Da würde mir wahrscheinlich sogar noch was einfallen. Sauerstofftank. Alles klar, freut mich, dass du dann schon so weit mit deinem Video bist. Oh, jetzt. Wo sind die Ecken? Guck ich gleich. Chris, was sagst du denn dazu hier oben? Soll ich hier wirklich in der Mitte bis nach oben mit 1, 2, 3, mit 5 Sauerstofftanks gehen oder nur erstmal Förderleitung hinbauen? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Da wir eh Material gerade wenig haben, muss man andere Variante. Okay. Bist du ganz oben? Bin gerade ganz hoch gelaufen, ja. So, warte mal. Hier ist ja nochmal so ein Panel. Drück mal den ganz rechten Knopf und sag mir, was passiert. Du musst ja rauskriegen. Hä? Was ist der Knopf? Achso, da. Da ist mal wieder nichts markiert. Also ganz. Links ist Pause, rechts ist Fortsetzen. Und da ist dann gut. So. Okay. Der dreht mal voll auf die andere Richtung. Nö. Ah, er dreht jetzt auf Nullpunkt. Richtig. Okay.
So, fertig. Und wenn du jetzt den zweiten von links drückst, also fortsetzen, geht's wieder zur Sonne. Ja gut, 10 Minuten länger kann für manche Spieler auch ziemlich speichernd fressen sein. So, jetzt erklär mir aber mal bitte, wie er sich zur Sonne ausrichtet, wenn er nicht weiß, wie er sich zur Sonne ausrichten soll. Gibt doch keinen Scanner, wo er dann sagt, ah, da ist jetzt die Sonne. Das, der Witz ist, der prüft einfach, wo kommt mehr Sonne her. Also wo kriegen die Panels mehr Input? Wo funktioniert das Skript? Ah. Also sind praktisch die Solarpanels mehr oder weniger so eine Art Sensor. Ja. Ach. Je nachdem, wo die langführen, je nachdem, wie viel die ausgeben, danach orientiert sich das Skript. Das braucht aber dann eine ziemliche Weile, bis es dann die richtige Position erreicht hatte. Wenn richtig Sonne ist, dann funktioniert das ja auch. Ohne Probleme. Okay, jetzt einfach mal eine dumme Frage. Ich weiß ganz genau, dass du mir jetzt die Antwort gibst, die ich jetzt eigentlich erwarte. Du hast aber bei den Motoren, die, zumindest bei dem Motor, wo das Ding dann absenkt, eine Grad-Angabe drin? Gradsperre drin? Mhm. Mhm. Gut. Das ist. Beispiel, guck mal, wie schnell sich dieser. Obwohl, warte mal, ist der Sauerstoff. Rad jetzt an oder aus? Weil ich habe den vorhin ausgemacht eigentlich. Ach, der ist an, toll. Nun immer manuell bei den Dingen nachhelfen. Moment. Motor der. Hast du eigentlich geguckt, ob die Basis dicht ist? Hast du das mal getestet? Ja, die ist so dicht. Gut. Moment, ich muss mal was eingeben, muss gerade überrechnen. Muss ich jetzt 090 oder 90.0 eingeben? Was machst du schon? So, Tommy, wie sieht's aus bei dir drucktestmäßig? Was Druck? Ja, Drucktest. Was ist das Drucktest? Ob der Bereich dicht ist. Der kann noch, so komplett ist er noch nicht dicht. Okay. So, also die, kriegen... die beiden Räume müssten theoretisch, müssten die dicht sein. 3,5 Megawatt kriegen wir komplett rein. Vergessen. Ach stimmt, darüber wollte ich mir auch nochmal meinen Kopf machen. Wo drüber? Das aktuelle Stromproblem. Ich hab da oben mit der Arbeit für dich. Hab schon gesehen. Ja, Gaming, ich genauso. Bei 3. Megawatt kriegen wir momentan? Im Ernst? Ja.
Das heißt, ich könnte rein theoretisch beide Batterien auf Laden stellen. Ich probiere es mal aus, wir werden es ja dann merken. Das sieht doch gut aus. Zumindest für den Anfang. Das ist cool. Das ist echt cool. Also, da muss ich mir bald echt keine Gedanken mehr machen. Da haben wir das doch auch. Okay, wie sieht denn momentan der andere Bereich aus, über den ich mich momentan meine Gedanken mache? Doc? Hm? Ich habe hier noch 4 Solarpanels, die gespeist werden können. Die hier oben sind gerade wichtiger, weil die geben mehr rein. Nee, ich sag's nur. Ja. Wenn's da mal mit Portals ist, sowieso Zeugs. Wenn du mit deinem fertig bist, kannst du beim kannst die anderen fertig schweißen. Ey, du, ich hau da rein wie sonst was. Ja, nur nicht so fest, gell? Weil ich gerade, ob ich noch was anderes konfiguriere. Sagen den Keller mit den ganzen Skripten darf ich auch noch umbauen, damit man da runtergehen kann vernünftig. Ist doch ein gescheiter Weg da. Ah, aber ein bisschen mehr Stil. Hoch. Bankenstation. Stellung, das brauche ich, Computer brauche ich, Anzeigen brauche ich. Stahlgröße brauche ich auch noch. Nee, Stahlrückgroß, Mist. Ganze 2. Ja, es reicht eigentlich nur, wenn du die Solarzellen hier reinlegst. Das kann man dann immer noch machen. Warte mal, in der Mitte brauchen wir da eigentlich gar kein klares machen. Und das beim Licht hinsetzen. Ticketworks. Hast du aktuell was zu tun? Ich kümmere mich gerade um unser Eisproblem. Welches Problem? Das wird zu viel leiser. Außerdem, wir haben 4 Sauerstoffgeneratoren. Warum? Das sind keine Ahnung, wo die her sind, aber das sind keine Sauerstoffgeneratoren. Die noch nicht gefunden. Was sind das, die vorne im Auto? Nein, das Auto ist ja nicht verbunden mit der Station. Die Sauerstoffgeneratoren sind da hinten. Die habe ich jetzt gerade mal alle abgeschaltet. Wir haben aktuell 3.343 K Eis. Das ist Wahnsinn. Ja, hier brauchen wir auch ein bisschen Eis, damit ich meine Flaschen mal auffüllen kann. Also bei denen, der hier oben ist. Ja,
Ja, der kriegt jetzt auf Eis von mir, aber ich schalte das Förderbandsystem da ab. Weil der sonst nur Scheiße produziert hier. Weil der hat sich nämlich eben vollkommen voll gemacht mit Eis und da konnte man keine keine Flaschen mehr reinlegen. Ja, also man nimmt einen raus. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Stimmt, das geht ja nur Hinzugs- oder Rückzugs. Wie komme ich an den großen Tank dran, an den Eistank? Du musst in den Dings reinwerfen. Da wo es automatisch ausbockt, da muss dann reinwerfen. Ja, ich will da was rausholen. Da musst du direkt zum Tank gehen. Musst du dich zum Tank runterbuddeln. Wieso habe ich das gewusst, dass das kommt? Weil das alles mit Förderbandleitung gesetzt ist. Tommy, das habe ich dir gesagt, das System ist nicht optimal. Wie es gedacht hat. Kuscher. Schön, dass es weg ist, aber manchmal auch nicht. Ach, da kann ich ja doch keine Licht hinsetzen. Warum nicht? Dann muss ich das doch hässlich bauen. Irgendwie schon extrem, die Solarpanel sind bei mir alle oben auf volle Kanne. Auf volle Kanne ist jede eine Panne. So, dann mal gucken, wo er den versteckt hat jetzt. Linke Seite von links und runter. Ich glaube, du könntest aber einfach in den Keller von dem Haupthaus gehen und da langlaufen. Ist, glaube ich, einfacher. Nee, da kommt er nicht an die vierte Leitung durch. Hatten wir da keinen Gang neben gebaut? Nein. Gut, Chris, dann hast du Pech. Das ist die falsche Seite. Nee, das ist die richtige Seite. Das Sicher? ist auf der Seite. Okay. Da bräuchte ich wohl ein bisschen Stahlplatten. Hä, was machst du? Du musst ja nicht alles auseinandernehmen da. Da stehen sie. Ja. Aber wie komme ich zu dem Eistank, also zu dem Eisteil? Da muss ich wieder mich drum rumgraben, gell? Hier oben kannst du zugreifen. Soll ich dir hier vielleicht eine Tür reinmachen? Nein. Das mache ich mir dann demnächst mal ein bisschen anders da. Ich lasse da oben jetzt mal auf. Das dort dann jederzeit zugreifen kannst. Wenn du da zugreifen musst. Ja, oder man macht hier noch einen Container rein. Eine Möglichkeit. Zumindest zum Zugreifen fürs Eis. Auch richtig. Was ist das? Ja. Bitte.
Gott, man könnte. Könntest du mal an die Wand setzen? Sagen, ich hab 3 Doppel-Dinger da hier. Und jetzt nicht. 3 Doppel-Dinger, Doppel? Doppel-Corner-Lights. Habe ich mal 3 unfertige. Die kannst du irgendwann, wenn du irgendwann mal Bock und Laune hast, die mal einstellen und zum Beleuchten. Beschriften und ja, bin ich schon dabei. Befarben. Die Türen. Man muss da mal wissen, ob die dicht sind, ob man da durchlaufen kann. Okay, kannst du fertig schweißen. Alles klar. Gaming, du magst Züge. Ja, schön, ich eigentlich auch. Ich habe auch eigentlich ein Zugsimulator-Spiel. Nur irgendwie momentan keinen Platz auf meiner Festplatte. Ah, die Motoren wird auch vergessen. Ich bin nicht mitgenommen. Ein bisschen zu sehr blau, gell? Nö. Hast du noch Herstellungskomponenten dabei? Ich hab alles bei mir. Dann für mich für ein anderes Skript für die Oxygenwarnung. Kannst du nach ganz links und ganz rechts an der Seite bitte ein Corner LCD, Corner LCD, Corner Light setzen? Einzelnes? Ich weiß noch gar nicht, was hier dann hinkommt. So richtig. Mach das ruhig mal, das ist in Ordnung. Wo sind dann die Corner Lights hin? An der Kante. Okay, die Räume sind auch sein sollen. Wenn jetzt da oben alles fertig geschweißt wäre, aber die Kantine ist da. Da wo die 2 unfertigen Türen waren, oder? Kantine Nein. haben wir doch gar nicht, das kommt mit in den Wohnbereich. In welche Kante dann? An der Kante da, wo du jetzt die Doppel-Lights hingesetzt hast. Und da an der links und rechts an der Kante. Doch, kannst du auch markieren, da kannst du ja weg die Platten unten wegschmeißen. Auf dem Fußboden. Ich. Hast du die schon fertig geschweißt? Oder sind die noch unvollständig? Die müssen noch unvollständig sein. Das Zeug ist drin. Wenn sie beschriftet sind und alles, dann können sie fertig gemacht werden. Ja, könnt ihr fertig machen, bitte.
spät. YouGaming, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Einkauf. Wir sind auch nur noch ungefähr 20 Minuten online in dem Stream. Bitte aber heute Abend vermutlich mit Empyrean wieder am Start. Und ja, vielleicht, wenn du ja Lust hast, kannst du ja da auch reinschauen. So, das auch so. Das ist abgebaut. Achso, okay. Wieso sind die Türen hier rot? Weil ich die zugemacht habe, weil ich gleich Lufttest machen wollte. Den Lufttest, den brauchst du dann noch nicht machen. Mindestens nicht dort. Weil ja, da noch Glasplatten unvollständig sind. Ja. Da bin ich ja gerade am Holen. Deswegen habe ich ja schon mal einiges am Panzerglas. Träger fehlen, wenn ich die jetzt nicht finde. Träger sind drinnen. So, okay. Die habe ich extra reingemacht. Na toll. Außerdem hat man noch über 100 Träger. Und die brauche ich dann auch noch. Und wollen Sie was wissen? Es ist luftdicht. Cool. So, jetzt werden wir erstmal was machen. Du pumpst aber jetzt keinen Sauerstoff rein, oder? Doch. Nein. Den orangen Sauerstofftank, den wollte ich eigentlich mal eben leer machen. Deshalb wollte ich jetzt Sauerstoff reinfüllen. Okay. Warum willst du den Sauerstofftank leer machen? Weil ich den abbauen wollte und durch ein anderes System ersetzen wollte. Eigentlich könnte das mal doch stehen bleiben, oder Story? Na, wenn das System funktioniert, dann ist doch in Ordnung. Außer wollte ich sowieso mal gucken. Aber wir haben jetzt neuen Trakt dazu, also einen neuen Flügel dazu. Wie viel Sauerstoff jetzt noch in dem Tank, was wir jetzt drin hatten, wie viel Sauerstoff jetzt innerhalb der Station noch so. Also Atem. Sprich, wenn Trakt gelb und Trakt blau offen sind. Ja. Sagen wir so, es wird jetzt nichts großartig geflutet, wenn du das so meinst. Wir sind bei noch nicht mal atembarer Luft. Wir sind bei 1% Sauerstoff. Das wird auch die ganze Zeit so bleiben. Es wird gleich wieder 0 sein. Ist der Tank leer? Nee, ich hab drüben den Entlüfter an. Dass das bei den Farmen in den Tank gesaugt wird. Mach mal bitte da hinten den Entlüfter aus. Wer rennt? Tankenstation. Lüften aus. Kannst du nämlich gerade die ganze Luft, die du da jetzt abgepumpt hast, kannst du gerade mal wieder rückwirkend setzen. Also bei mir ist low. Ja. Laut Anzeige sind wir bei der Hälfte der Sauerstoff. Laut richtiger Raumangabe sind wir jetzt bei 50% Sauerstoff im ganzen Gebäude, also im ganzen Komplex. Thank you.
Ist der jetzt leer? Yep. Gut. Bei mir ist immer noch low. Man hört ja, dass es funktioniert. Man kann atmen. Das ja, man ist genug zum Atmen da. Man hört's ja, die Werkzeuge. Okay, was sagt man denn? Wir sind bei 80%. Jetzt nur bei High. Wie viel ist denn bei dir drüben im Tank noch? Weiß ich nicht. 90%. 91,24%. Das ist gut. Toll. Wo laufe ich denn jetzt hin? Dann ist das der wohl in der Krankenstation. Ja, hier hinten ist der Krankenstation. Nö. Wie nö? Oben, die Anzeige bei der Krankenstation, bei dem Sauerstofftank, ist die gerade rot? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Immer noch nicht. Dann verstehe ich was nicht. Kann aber Anzeigefehler sein. Okay, gucken wir später. Guck mal, es ist am Donnerstag. Und? Das später? Doc, denk dran, dass du noch was machen wolltest, gell? Was denn noch? Du wolltest ein Blueprint von der ganzen Basis machen? Nö. Hast du doch gesagt? Ich hab gesagt, ich wollte da oben für den Turm was. Okay, Tommy, ich entlüfte die Kammern. Alles klar. Theoretisch müsste ja. Da oben sich was ändern. Ja, dauert ein bisschen, bis der dann den ersten 25er Balken hat. Tommy, hast du mal eben zwei Stahlplatten für mich? Schön. Aha, jetzt nicht mehr atembar. Ja, wir sind ja noch nicht bei 25%. Wir sind erst bei 17%. Wie gesagt, das sind vier Anzeigeknöpfe. Die vier Anzeigeknöpfe, wenn sie voll sind, zeigen sie 100%. Das heißt, jeder einzelne Knopf davon zeigt 25%, also die Hälfte, ein Viertel von dem, was das Tank hergibt. Wieso haben wir einen Oxygen-Tank-Krankenstation? Ich dachte, das wäre der da oben. Nein. Welcher ist das denn? Das ist irgendein Sauerstofftank. Der Sauerstofftank gibt's ja keinen. Na doch. Sauerstoff-Krankenstation. Heißt das Ding. Gut, dass man keiner. Wieso? Ist bei 30% Füllung. Hätten wir noch Tank dahinter schreiben sollen oder dazwischen schreiben sollen. Egal. Okay. Läuft. Da hat Doc wenigstens was gehabt zum Suchen. Geheimsprache, Stein. Gut. Scheint doch soweit zu funktionieren, nur dass hier. Das ist ein bisschen spärlich mit dem Licht, da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen. Ja, irgendwie. Das ist. Weiß nicht, das reicht mir nicht wirklich aus. Ja, das machen wir. Übermorgen.
Genau, das machen wir übermorgen. So, bevor ich bin vergesse. Ja froh, dass ich wenigstens, beziehungsweise dass die momentane Krankenstation erstmal schon mal zwei Räume hat, die komplett fertig sind. Ja, komplett nicht, Einrichtung fehlt noch, Licht fehlt noch, ist klar. Aber jetzt vom Grundbau her fertig sind. Was ist denn jetzt los? Ich stelle meine Warnlichter ein. Lol. Wo kommen denn die her? Jetzt klaut er uns auch noch unser Licht, was wir eigentlich hingebaut hätten. Egal. So. Erzählt. Aber so schön. Besser? Warte. Ups. Dann sagen wir aber auch, dass sie grün einstellen sollen, wenn es okay ist. Ja, auf jeden Fall ist es ein Alarmsignal dann. Gut. Okay, Tommy, du auf die rechte Seite, ich auf die linke Seite und der gute Doc Rob Doc, der ist. Nein, macht rechte sich Seite ist ja. Geht dann in was Knie vor die Säule. Nö. Wie nö? Brauch ich mal extra Würste. Ja, hier ist. Man soll doch unsere schöne Schrift noch sehen können. Typisch Rob Doc. Die sieht mir sowieso nicht, weil ich so weit rausgezoomt habe. Tommy kommt dann noch ein Stück, dann eher dann noch ein bisschen zur Säule. Okay. Guck ich so richtig. Ja. Gut. Okay. Ist nicht, ich bin so weit weg von mir kann. Danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall danke an die Zuschauer, zumindest Zuschauer. Weil es war halt permanent ein Zuschauer da, der sich aber nicht irgendwie gemeldet hat. Aber ja, dafür dann der Gaming. Cool. Das fand ich cool von dir, dass du da wieder warst. Ja. Zwischenzeitlich waren wir bei 5 Leuten, ist mir aufgefallen. Also, Echt? Also mit uns 2 plus 5, plus 3 sind 5. Fand ich cool, das fand ich nice. Deswegen gibt es dafür auch ein Like. Ansonsten. Haben wir natürlich auch. Ja. Auch an die Videostream-Zuschauer. Hoffentlich hat es euch gefallen. Falls nicht, lasst einen Kommentar da. Ihr kennt ja die ganze Labale. Wenn man keinen Kommentar da lässt, kann man nichts dann ändern dran. Wenn kein Kommentar kommt, dann kommen wir nun das da machen. Ja, wieso? Ich reagiere nicht mehr auf Dislikes. Dislikes okay, sagen mir einfach. So. Dislikes sagen mir einfach nur, ja. Gefällt mir nicht, scheiße, ja? Aber was ändern? Nö. Dann sage ich nur darauf, ja, Dislike, kein Kommentar, Dummheit, sorry. Ist meine Meinung, wem das nicht passt. Vielleicht nur der aus den 5 Minuten geguckt hat. Noch nicht mal. Das wird mein Intro-Video, also der Vorspann, läuft ja schon mit der Musik 2,24 Minuten. Naja, gerade deswegen 5 Minuten. Mit Intro. Ja. Okay, danke an euch zwei, dass ihr wieder mit dabei wartet, denn ich glaube, alleine täte das hier echt nicht so funktionieren, wie das jetzt ist, weil es ist Wahnsinn, wie viel wir jetzt in diesen Zeit aufgebaut haben. Und wenn ich mir überlege, wir sind in der 26. Folge, davon waren ja schon ein paar Folgen, wo wir erst das Schiff gebaut haben. Nee, ich glaube, 10 Folgen waren wir im All. Ja, also es ist schon Wahnsinn. Bevor wir überhaupt gewechselt haben. So, Tommy, möchtest du noch was sagen, bevor ich mich totlabere? Ich möchte mich natürlich, wie du schon bemerkt hast, mich ganz herzlich bedanken bei den Zuschauern, die live dabei waren, die noch einschalten werden. Und all denen es gefällt, da kann man nichts mehr dazu sagen. Außer, dass sie von mir einen von denen kriegen. Und ja. Rob Doc? Ich wünsche noch viel Spaß nach dem Video. Rob Doc, willst du noch was sagen? Nein, danke. Gut, ja dann. Unser Standardspruch. Man hört sich. Man sieht sich. Man liest sich. Hey, es hat geklappt. Ciao. Ciao. Sorry, falsche Taste, Doc. Sound muted.